Wer an Acrylmalerei denkt, denkt meistens vermutlich an das Malen mit Farbe und Pinsel. Acrylfarben gibt es jedoch nicht nur in Tuben, Flaschen oder Schraubgefäßen, sondern auch in Form von Sprays und Stiften. In diesem Video möchte ich zeigen, wie ich Acrylmarker als Ergänzung zum Malen mit dem Pinsel verwende. Acrylmarker gibt es von vielen Herstellern mit verschieden breiten Spitzen. Ich persönlich arbeite am liebsten mit feinen Stiften, weil ich den Großteil meiner Bilder sowieso mit dem Pinsel male und die Acrylmarker nur für Detailarbeiten verwende. Die hier gezeigten Posca-Marker sind hochwertige Acrylstifte, die in verschiedenen Farbtönen und in verschiedenen Stärken erhältlich sind. Sie haben eine hohe Deckkraft und sind gut mit Wasser vermalbar. Das ist auch meine bevorzugte Methode, sie zu verwenden. Bei diesem Bild möchte ich zum Beispiel den Eindruck von dezenten Lichtreflexionen an der Wasseroberfläche erzeugen. Natürlich ist das auch mit normaler Acrylfarbe möglich, aber das Verwenden der Stifte ist sehr komfortabel. Die Farbe wird gezielt mit leichten Strichen auf die Leinwand aufgetragen und dann verwasche ich sie mit einem leicht angefeuchteten Pinsel. Da die Acrylfarbe nicht sofort trocknet, ist das gut möglich. Feine Strukturen lassen sich so einfach und gleichzeitig präzise auf die Leinwand bringen. Wenn man die Marker zum ersten Mal oder nach längerer Zeit wieder verwendet, muss erst frische Farbe in die Spitze laufen. Das erreicht man, indem man die Spitze auf einen nicht komplett harten Untergrund, wie zum Beispiel ein Stück Karton, stellt und den Stift nach unten drückt. So saugt sich die Filzspitze voll und leitet die Farbe auf den Malgrund weiter. Auch für das Aufhellen von Kanten sind Acrylmarker perfekt geeignet. Zuerst ziehe ich die Umrisse des Objekts nach und dann gehe ich gleich vor wie vorhin. Mit einem angefeuchteten Pinsel vermale ich die Acrylfarbe aus dem Stift und erzeuge so einen weichen Farbverlauf. So entsteht ganz schnell der Eindruck einer indirekt beleuchteten Kante. Natürlich können Acrylmarker auch ohne Pinsel effektvoll eingesetzt werden. Komplexe Verzweigungen von Bäumen, feine Gräser oder Strukturen in verschiedensten Objekten lassen sich mit den Stiften einfach erzeugen. Da Acrylfarben wasserlöslich sind, bevor sie ganz durchgetrocknet sind, lassen sich Fehler leicht korrigieren. Hier habe ich beim Verwaschen der Farbe über die Kante gemalt. Mit einem sauberen, feuchten Pinsel kann die Farbe wieder entfernt werden. Hier erzeuge ich mit der gleichen Methode eine großflächigere Struktur. Mit den Markern ist es einfach, die Richtung vorzugeben. Der Pinsel dient dann wieder dazu, die Farbe zu verteilen und weiche Schattierungen zu erzeugen.
Mit sehr wenig Farbe erzielt man so einen überzeugenden Plastizitätseffekt. Aus einer dunklen Farbfläche wird im Handumdrehen ein Felsen. Es gibt auch die Möglichkeit, leere Marker selbst zu befüllen. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn man einen hohen Verbrauch hat. Acryltinte ist im Verhältnis deutlich billiger, wenn man sie in größeren Gefäßen kauft und selbst in die Stifte füllt. Die Spitzen lassen sich abnehmen und auch ersetzen. Die Farbe kann dann mit einer Pipette in den Stift gefüllt werden. Üblicherweise kommt Acryltinte mit einer Pipette im Schraubverschluss, was das Befüllen der Stifte erleichtert. Acrylmarker sind eine praktische Ergänzung zum Pinsel und erleichtern den Arbeitsprozess. Mit wenig Übung lassen sich spannende Effekte erzeugen und Bilder aufwerten.